natürlich gleich 400.000 manifestiert. Ich hab nicht keinen ähnlichen Betrag. Ich habe mal klein angefangen. Ich habe mal mit 10.000 Euro angefangen. Weil ich und er hat noch einen Kontoausdruck. Wow! Hallo und willkommen bei unserer neuen Serie. Wir testen die besten Geldmanifestationsmethoden. Mit mir dabei Martin Zimmermann. Hallo Martin. Hallo Susanna. Schön, wieder mit dir zusammen was zu machen. Und so ein tolles Projekt. Wir haben uns entschlossen, uns auf die Suche zu machen nach den vielversprechendsten Manifestationstechniken im Internet. Als allererstes sind wir bei einer tollen YouTuberin gelandet, die behauptet, eine ganz tolle Technik selbst gezaubert zu haben, nämlich die 4x4-Methode. Und die haben wir die letzten 7 Tage lang getestet. Martin, erklär doch mal kurz, worum es in dieser Methode geht. Ja, zuallererst finde ich genial, dieses Projekt, Susanna. Danke, dass ich dabei sein darf, diese Manifestationstechniken zu testen. Und gleich beginnt es mit der magischen Zahl 4, auch meine persönliche Glückszahl, meine persönliche Zahl. Die 4 steht ja für die Ganzheit, die 4 steht für die Ausgeglichenheit, für Disziplin auch. Es gibt 4 Elemente, 4 Jahreszeiten, 4 Himmelsrichtungen. Also in der 4 steckt so eine gewisse Magie, und mit dieser Magie, mit dieser Einstellung, dass die Zahl 4 magisch ist, darfst du auch in diese Manifestationstechnik gehen, weil dadurch entwickelt sich auch einiges, wenn man schon mit dieser Einstellung reingeht, dass es was bewirken wird. Und ja, 4x4-Technik heißt sie. Das heißt, ich mache eine Technik, die ich jetzt gleich vorschritte, 4-mal. Es sind 4 Schritte, 4 ganz einfache Schritte. Und beginnend soll zuerst mal dir klar werden, es geht ja hier bei uns ums Thema Geld, was du denn für einen Geldbetrag manifestieren willst. Die Höhe ist unwesentlich, es geht nur darum, dass es sich gut für dich anfühlt und ja, du mit dem Geldbetrag in Beziehung, in gefühlvolle ja, Verbindung gehen kannst. Also, fangen wir an bei dem ersten Schritt. Erster Schritt geht es darum, erstmal einen im Präsens aufzuschreiben, dass du diesen Geldbetrag bereits hast. Zum Beispiel, ich habe jetzt so und so viel Geld, so und so viel Euro, so und so viel Schweizer Franken auf meinem Konto. Zweitens, ich spreche den Satz aus. Das heißt, du schaust dir den aufgeschriebenen Satz an und sprichst ihn laut aus. Nicht schreien, das Universum hört es trotzdem, auch wenn du leise redest. Aber auf jeden Fall sollte er von innen herauskommen, aus dem Herzen kommen. Martin? Ja. Schritt 2 ist fühlen. Nein. Nicht? Nein. Okay, ich habe es anders gemacht. Okay, red weiter. Gut. Cut! Dritter Schritt ist das Fühlen. Wenn du jetzt du hast es aufgeschrieben, du hast es ausgesprochen, jetzt geht es darum, auch das Ganze zu fühlen, innerlich wahrzunehmen und dir zu sagen, ich habe das jetzt schon, ich bin aufgeregt, ich bin begeistert davon, was ich aufgeschrieben habe, dass es auch schon bei mir ist. Und als letzter Schritt geht es darum, es einzuatmen, es zu atmen, es durch dich durchzuziehen, diese Energie, die du in den ersten 3 Schritten aufgeschrieben hast. Stell dir auch einfach vor, es könnte so eine prall gefüllte Wolke sein, voller Reichtumsenergie, die du in dir aufnimmst, die du in dich reinziehst und wie gut du dich dabei fühlst. Darauf kommt es an, bei dem Einatmen. Und ganz wichtig dann auch, wenn du diese Energie spürst in dir drin, dann beim Ausatmen, dass es einen einfach diesen Seufzer der Erleichterung aus dir rauslässt und dir sagt, so, es ist passiert. Es kann ein kurzer Moment der Glückseligkeit sein, das reicht völlig aus. Auf jeden Fall geht es darum, es zu spüren. Jetzt sind wir die 4 Schritte durch. 4x4 Schritt heißt, es geht auch mal 4-mal. Das heißt, du darfst diese 4 Schritte 3-mal insgesamt nochmal durchführen. Und damit ist es schon passiert. Das war's. Und Martin, wie oft hast du das am Tag gemacht? Oder hast du das überhaupt nur ein einziges Mal gemacht? Also wir haben ja gesagt, wir testen jede Methode 7 Tage. Ich habe das wirklich jeden Tag gemacht, und zwar morgens und abends. Kurz nach dem Aufstehen und kurz vom Bett. Und du? Super. Ich war nicht so konsequent, aber ich habe es versucht.
Ich muss aber sagen, dass wenn mir das gelungen ist, also gerade kurz vorm Einschlafen ist für mich schwierig, das sehe ich schon schlecht, da bin ich schon müde. Morgens, das ging gut. Also wir hatten es ja so abgemacht, wir versuchen es morgens und abends. Aber was mir echt toll aufgefallen ist, wenn ich das abends gemacht habe, vor dem Einschlafen, dass ich dann wirklich extrem toll aufgewacht bin, mit einer echt guten Energie und mit einem klaren Kopf. Und das ist schon, also wo ich gemerkt habe, diese 4 Schritte, dieses, das in einer Technik zu kombinieren, das Fühlen, das Reden, das Denken, auch dieses in sich hineinlassen energetisch, ja, dieses Einatmen von der Energie, da habe ich echt gemerkt, das hat Power. Also ich bin begeistert von dieser Technik. Danke, Martin, dass du die ausgesucht hast. Wir dürfen uns ja abwechseln beim Aussuchen. Ich bin allerdings, wie soll ich sagen, auch ein wenig vorsichtig gewesen, weil das für mich noch ungewohnt ist, das Mentaltraining. Ich arbeite sehr viel mit Traumtechniken, also sehr viel über innere Bilder, über Traumbilder und so weiter. Und dieses Mentaltrainingsprogramm fand ich super, aber ich war ein wenig skeptisch. Jetzt bin ich würde sagen, ein Fan. Ja, super, das freut mich. Es hat sich gleich so, es war so ein Augenmerk, ich hab dich sofort angezogen, diese 4, wie gesagt, das ist meine Zahl. Und ich fand es auch ganz, ganz, ganz spannend, dass es auch dadurch, dass es schnell geht, das ist eine für mich meine wichtigsten Ja. Faktoren, dass man sich da nicht, dass man nicht zu viel Zeit investiert. Und wie ich schon gesagt habe, es reicht wirklich dabei, sich kurz gut zu fühlen und diese Energie kurz zu spüren, diese Manifestationsenergie. Man muss es nicht irgendwie zwanghaft sich da irgendwie sagen, ich brauche jetzt da maximal lange oder das darf maximal lang anhalten. Es geht wirklich, es reicht wirklich, das kurz zu spüren und dann loszulassen und passieren wunderbare Dinge. Und ich habe es übrigens angewendet, nur als kurzes Beispiel. Ich war auf der Suche nach Bärlauch. Das erkläre ich nur kurz. Ich habe es nicht gefunden, ich habe keinen gefunden und dann habe ich gesagt, ah, denk mal an diese 4x4-Technik. Ich lasse es los, es geht auch in der anderen Richtung. Ich habe zwar manifestiert, dass ich Bärlauch finde. Ich habe es losgelassen und wirklich 100 Meter später, also ein paar Minuten später maximal, hab ich Bärlauch gefunden. Also es klappt. Ja, also Mary Kate hat ja diese Technik für alle möglichen Wünsche rausgegeben. Wir haben nur gesagt, wir konzentrieren uns jetzt mal auf das Thema Geld, ne? Aber eine andere Erfahrung, die mir auch noch aufgefallen ist, also wie gesagt, ich bin nicht so versiert mit diesen Mentaltrainingsprogrammen, also wo man sich so intensiv einen einzigen Satz vorsagt. Aber was mir aufgefallen ist, wenn ich zum Beispiel mit den Hunden spazieren gegangen bin und da driften ja die Gedanken oft so ab und oft kommt einem dann irgendwie Komisches oder Altes in den Sinn. Und da kam mir aber mein Manifest, also meine Affirmation in den Sinn von dieser Manifestationstechnik. Und da habe ich mir gedacht, wow, also das ist jetzt wirklich tief in mein Unbewusstes gegangen. Ja, das kommt automatisch, wenn so quasi eine Leere ist, kommt dieser Satz. Also ich habe natürlich gleich 400.000 manifestiert. Und ich habe aber wirklich das Gefühl, innerlich gehören sie mir schon. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das Gefühl, die sind schon da. Das ist, bis sich das da im Außen zeigt, die Bestätigung quasi aus dem Außen kommt, ist das wirklich nur ein kurzer Zeitraum, auch wenn ich es jetzt in diesen 7 Tagen nicht geschafft habe. Aber ich habe das Gefühl, das ist der Weg. Das ist richtig so. Ne? Aber, und ja, wie Wie sieht es hast du bei dich? dir aus? Hast du das auch so ähnlich? Nee. Ich hab nicht keinen ähnlichen Betrag. Ich habe mal klein angefangen. Ich habe mal mit 10.000 Euro angefangen, weil ich auch wissen wollte, wie das, ob es auch funktioniert. Ich habe schon andere Beträge manifestiert. Da hat es auch funktioniert mit größeren. Jetzt wollte ich mal klein anfangen, weil es ja auch unser erster Test ist. Nächste Woche mache ich was Größeres. Auf jeden Fall, was für mich wichtig war, war, dass ich wirklich dieses, wie du schon gesagt hast, dieses Kribbeln gespürt habe, diese innerliche Bestätigung auch, diese Vorfreude, dass das Geld bereits da ist, dass es zu mir gehört. Und wie du es ja auch gemacht hast, du hast soweit ich war, wie du es mir erzählt hast, mal zu Beginn des Tests, dass du ein bisschen umfunktioniert hast, umgestellt hast, deine Herangehensweise oder deine Vorgehensweise. Und das fand ich auch ganz wichtig und ganz spannend bei dieser Methode, dass man ja mehrere Sinnesorgane
aktiviert und benutzt und dadurch das Ganze sich auch mehr verinnerlicht. Und das, glaube ich, ist auch der Grund dafür, dass es sich so gut anfühlt und dass es irgendwie ja mittlerweile eigentlich unentbehrlich ist. Ich will es trotzdem weitermachen, obwohl ich jetzt, wo wir jetzt schon wieder bei der neuen Methode sind, da kommen wir gleich drauf zu sprechen nochmal. Aber ich es auch. Es ist ja nur ein Satz. Es ist ja nur ein Satz. Das ist der Zeitaufwand, was auch einer der Faktoren ist, ist vielleicht bei maximal einer Minute, wenn man mal wirklich ja die gefunden hat, wie es geht, verstanden hat, um was es geht, dann geht es relativ zügig. Ja, man bekommt ein bisschen Routine, aber wir haben natürlich uns auch ausgetauscht während dieser 7 Tage und haben das Ganze ein bisschen ein Upgrade durchlaufen lassen. Und das Erste war, dass wir nicht nur geschrieben haben, ich habe so und so viel auf meinem Konto, sondern ich bin so froh und dankbar. Ja, also da gleich die Emotion mit hineingebracht. Und dann habe ich dir noch gesagt, Martin, beim Einatmen von dieser Energie, versuch doch das Geld zu riechen. Das hat einen bestimmten Duft. Und ich, das hast du gemeint, nee, echt? Das war bei mir automatisch dann. Ich wollte eigentlich gar nicht das bewusst machen, aber ich habe dann irgendwie gleich diese, ich hatte da auch mal ein Bild mit so einem Bündel voll 100-Euro-Scheine, die dann auch 10.000, also 100-Euro-Scheine sind 10.000 Euro, dass ich die in der Hand hatte und ich hatte schon mal, weiß ich wie viele, 10, mindestens 10, 20 Euro, 100-Euro-Scheine auf einmal in der Hand und ich weiß, ich kenne den Geruch. Also jedes Mal, wenn ich eingeatmet habe, dann ist dieser Geruch in meine Nase gestiegen und hat das Ganze dann auch entsprechend dann verstärkt, dieses Gefühl des Habens. Ja, und das fand ich so gut mit dem Einatmen. Also ich habe mir dabei bei dem Einatmen der Energie eher vorgestellt, ich mache mich ganz leer und neutral und lasse das jetzt quasi in meinen Körper oder in mein Leben hinein. Ne? Aber ja, ich hatte andere Gerüche. Ich weiß nicht, für mich hat das eher fruchtig und nach Rosen gerochen. Aber ich fand es gut. Also ich habe es gern gemacht. Und für mich hat das auch der süßliche Geschmack war für mich auch da. Also es war kein unangenehmer Geruch. Es war geschmacklich alles, da hat sich alles sämtliche Sinne dann irgendwie stimuliert durch diese Technik, die du verbessert hast. Ja, und eine Sache noch zur Formulierung, musste ich auch noch eine kleine Korrektur für mich vornehmen. Und zwar, ich musste kurz eine Geschichte von meinem Cousin erzählen. Dem ist es mal passiert, dass die Bank irrtümlich 1 Million auf sein Konto überwiesen hat. Ja, da hatten die irgendwie die Kontonummern verwechselt und er hat einen Kontoausdruck gemacht. Wow! Und die Bank hat aber dann nachher gleich angerufen und sagt, Herr Belloni, eine Verwechslung. Und war wieder weg. Deswegen habe ich gedacht, Achtung, es soll mein Geld auf meinem Konto sein. Ja, also das habe ich noch da korrigiert, einfach weil ich diese Geschichte im Hinterkopf habe. Und ich glaube, so muss jeder so ein bisschen individuell anpassen, je nachdem, was er für Assoziationen hat, ja, was nicht passieren soll, um das quasi auszuschließen. Und wirklich da den Fokus auf das zu haben, was er möchte. Definitiv, ja. Das kenne ich ja auch, den Tipp haben wir ja schon mal in einem anderen Zusammenhang gegeben, dass ich mache persönlich eine Excel-Liste immer mit all meinen Ausgaben, mit der Zeit, mit meiner Energie, die ich in Tätigkeit stecke, ob es jetzt Ausgaben oder Einnahmen sind, es fließt immer positiv auf mein Konto, mal der Betrag, der tatsächliche Betrag mal 100 oder mein imaginärer Betrag. Und dann habe ich damit enormen Summen eigentlich schon zu tun, die ganze Zeit. Deswegen habe ich auch explizit einmal aufgeschrieben auf meinen Bankkonten und nicht auf meinem virtuellen Konto, genau. In meiner Excel-Liste, sondern es soll das Bankkonto sein. Bitteschön. Ja, aber nicht welches, oder? Ist egal. Nee, oder? Content. Es gibt Content. Ja mehrere. Ah, okay, gut. Ja, und nächste Woche geht es weiter mit einer tollen Methode von Esther Hicks. Ich bin ja ein Riesenfan von Esther und Abraham Hicks und dem Gesetz der Anziehung und habe da in den Tiefen der Archive, der Videoarchive auf YouTube, eine ganz tolle Technik gefunden, nämlich die Brief aus der Zukunft Methode. Und worum es da geht, erzählen wir euch gerne nächste Woche. Also abonniere gerne den Kanal, gib uns auch ein Like, wenn es dir gefallen hat. Und ja, Martin, sind wir mal gespannt, was uns die neue Technik da jetzt bringt.
Ja, und besonders, wenn dir diese Technik gefallen hat, wenn du sie angewendet hast, dann schreib auch gerne rein, wie du dich dabei gefühlt hast, ob dir es was gebracht hat, ob sich da schon was gezeigt hat bei dir. Das wird uns sehr interessieren und auch in die Zukunft für uns ja, weiterhelfen, diese Art von Videos zu machen. Ich freue mich auf nächste Woche mit dir, Martin. Das wird sicher spannend, was wir dann zu berichten haben. Und ja, bis zum nächsten Mal. So long. Live long and prosper, ne? Danke fürs Zuschauen und alles Gute beim Manifestieren. Ciao. Tschüss.